Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu City Skylines. In der letzten Folge ist, als ich Tschüss gesagt habe, das hier aufgeploppt. Also das da. Ne? Wir können Papierfabrik bauen, Holzspänenlager, Forstwirtschaft, Instandhaltungsgebäude, Holzwerkstofffabrik und eine große Baumsetzungsplantage. Aktuell ja kein Problem, wir haben 7000 plus. Das größte Problem, was wir aktuell haben, ist das hier. Also dadurch, dass wir jetzt natürlich Verkehr von der Seite auch noch kriegen, ist es natürlich sehr problematisch, wenn sie versuchen abzufahren. So, jetzt müssen wir aber den kompletten Verkehr nach da drüben leiten. Da ist jetzt die Frage, ob man nicht sagt, man tut eine extra Abfahrt bauen, die hier drüben oder da zum Beispiel ansetzt und die Fahrt nach da ermöglicht. Weil sie dürfen ja hier sowieso bis gerade nur fahren und dann hinten entscheiden, ob links oder rechts. Bedeutet, nach meiner Meinung würde ich sagen, die Abfahrt darf nur noch nach dort drüben. Und die zweite Abfahrt, die wir jetzt dann hier ansetzen, die hier unten drunter geht, einmal hier oben drüber und da ansetzt, ist dann für die Richtung bestimmt. Und das wäre jetzt aktuell mein Ansatz, was ist das denn, Nationalstraße, den ich habe. Und das machen wir jetzt einfach mal. Wir setzen hier... einfach sozusagen was hier unten drunter an. Was sich dann hier nach oben drüber bewegt. So. Geht das? Kann ich das? Nee. Dann kann das hier wieder nach unten. Huch, das war jetzt aber irgendwie nicht so geplant, aber auch... ich würde das gerne nochmal umbauen. Dankeschön. Zack. Und dann schließt das Teil hier so an. Gut, dann brauchen wir hier noch eine Richtungs... ups, alle falsche. So. Und ihr hier dürft nur noch in die Richtung fahren. Und jetzt gehen wir mal Vollstoff und schauen, wie gut sich diese Sache jetzt auflöst. Ja, schaut gerade sehr gut aus. Der Stau scheint sich langsam zu lösen. Ja, schaut echt gut aus. Vielleicht sollten wir denen hier noch sagen, dass sie auf jeden Fall ein Durchfahrtsrecht die ganze Zeit haben. So. Und dann geben wir ihnen da noch die Anweisung, hey, ihr gebt nur nach da. Und ihr geht nur nach da. So. Anscheinend können sie an der Kreuzung ja auch noch. Wenn ich mich nicht irre. Ich setze mal beide Punkte so. Dann sollten die sich jetzt jederzeit entscheiden können, ob sie jetzt links oder rechts wollen. Aber es löst den Stau. Einiges besser, glaube ich, als davor. Und hier ist Wassermangel. Wieso ist da Wassermangel? Ey, habe ich euch nicht sogar gesagt, dass es sein könnte, dass dieses kleine Eck hier für uns voll die Probleme macht? Ich ziehe jetzt einfach noch eine extra Leitung, mir wurscht. Ups, das ist kurz mal geleckt. So, da ist das Wasserproblem jetzt wieder weg. Mein Handy vibriert. Schauen wir mal, was für Nachricht. Clip my horse, sagt mir, dass die Europameisterschaften 2019 in Deutschland. Müssen wir nochmal gucken dann später. Aber mich interessiert eher, funktioniert das mit dem Stauflösen? Es scheint sehr gut zu funktionieren. Der Stau hier ist noch so ein bisschen problematisch. Könnt ihr euch nicht anders entscheiden, dass ihr hier wechselt? Also ich würde hier jetzt eiskalt mal sagen, dass ihr das Recht nach da zu wechseln bekommt, weggekommen. So. Jetzt müssen die nach da drüben wechseln und müssen sich dann hier einordnen. Okay, der Stau wird gerade nicht wirklich besser, aber er muss sich ja halt auch dezent auflösen. Scheiße. Das war ein heftiger Stau, den wir da gemacht haben. Aber er funktioniert ja gut. Also, der Stau ist um einiges besser schon als davor. Ich glaube, das können wir alle, da können wir alle zustimmen. Dass das um einiges besser ist als das, was davor passiert ist. Warum komme ich auf die Ideen erst so ab Folge 20?
Dann, wann es eh schon zu spät eigentlich für solche Sachen ist. Aber wir haben ja noch ein riesiges Polizeiproblem hier. Weswegen ich hier noch eine Polizeistation einführen wollte. So. Die so ein bisschen um die polizeilichen Probleme in der Umgebung kümmert. Aber vor allem habe ich ja das jetzt ein bisschen herausgedacht. Dadurch, dass das Problem ist, dass hier natürlich der Stau ist, stehen unsere ganzen Müllfahrzeuge zum Beispiel auch dauernd im Stau. Und dann ist es klar, dass da nichts vorangeht. Sind da die Leute am Überqueren oder warum bleiben die da immer stehen? Können wir das irgendwie regeln, dass die hier halt Karacho drüber brettern? Ja, scheint so. Scheint zu funktionieren. Das hätte ich dann aber auch gern noch an der Kreuzung, dass die halt, ja, machen sie sogar, okay. Müllberge, ja, aber die sollten sich nach einer Zeit jetzt bereinigen. Wenn wir es schaffen, den Stau wirklich komplett aufzulösen. Ich glaube, das ist einfach nur eine Frage der Zeit, weil hier ist der Stau mittlerweile schon eigentlich fast weg. Und es gibt ja noch ein paar, die sozusagen auch in unser Industriegebiet wollen. Jetzt staut sich's eher nach da oben. Och nee. Was habt ihr denn vor? Ey, das ist echt grausam. Okay, ich glaube, der Kreisel war nicht die beste Idee. Ich tue nochmal den Kreisel weg. Ich mache dafür aus der Straße hier jetzt eine fucking dreispurige. Auch sogar mit Bäumchen. Bäumchen kriegen sie jetzt sogar dazu. So. Dann kommt seitlich dieser leichte Highway hier rein. Den sollte ich vielleicht mal machen. So. Jetzt hat... Oh, jetzt... Ey, ihr habt da kein Recht umzudrehen. Und dann sagen wir denen noch, hey. Ne, warte, das ist der falsche Modus. Hey, wenn ihr abbiegen wollt. Stimmt da schon wieder was? Nehmen wir mal, welche Seite habe ich nicht ausgewählt von dem Teil? Das ist die falsche Leute-Seite. Wie entscheidet der, auf welcher Seite ich hier gerade hackel? Warum ist das eine andere dreispurige wieder? Achso, ja. Ich würde gerne noch einmal diese hier abreißen. Ich habe gerade im Backlog irgendwie so das Tatütata der Autobahn, der Polizei. Genau, jetzt muss ich hier nochmal wahrscheinlich umrouten schnell. Weil jetzt kriegen sie natürlich hier das Recht abzubiegen. Und jetzt sage ich hier, nope, hier nur abbiegen. Und jetzt sollte sich der Stau auch lösen. Ich finde es halt witzig, dass hier anstatt, habe ich hier irgendwie gesagt, ihr dürft nur ab, ja, hier dürfen sie nur abbiegen. Aber ich habe euch hier nicht verboten, Spuren zu wechseln, oder? Weil was ich nicht so ganz verstehe, warum fahren die hier außen rum? Oder habe ich hier einen Schmarrn mit meiner Steuerung zusammengebaut? Oh. Ja, dann ist es verständlich, ihr müsst natürlich hier auch nach hier drüben dürfen. So. Jetzt wird hoffentlich die Umfahrung nicht mehr so heftig benutzt. Also wenn wir jetzt Glück haben, dann... ist das hier alles jetzt wieder gerettet. Da sind so Kleinigkeiten drin, auf die man so ein bisschen achtet. Das sind noch alte Kreuzungsteile, glaube ich.
Also ihr dürft auch gerne geradeaus weiterfahren. Da soll euch jetzt keiner dran hindern, deswegen ist es dann hier einspurig. Die müssen sich, glaube ich, da ein bisschen abfinden mit. Ist klar, wenn hier dauernd irgendwelche alten Steuerungen noch drunter liegen. Hier liegt eh keine andere mehr, ne? Aber sie nutzen immer noch die Umfahrungsroute, was ich nicht so ganz verstehe. Dann biete ich euch ab sofort hier auch die Möglichkeit, hier drüben weiter geradeaus fahren. Und das mögen sie voll. Ich verstehe es nicht, wieso sie es sonst nicht machen. Dann sagen wir hier noch, dass ihr hier auch geradeaus fahren dürft. Dann haben wir jetzt hier gerade noch den... Also, den Stau haben wir gelöst, dafür haben wir noch einen anderen Stau. Toll. Toll, toll, toll. Ich liebe es, Stauprobleme zu haben. Die sind immer so schön nervig. Alter! Ist die 1 breit? Komm, also kann ich die da reinsetzen? Scheint so. Schauen wir mal, was da passiert, wenn wir das jetzt so machen. Also wie es Problem scheint, ist es halt, dass die hier jetzt alle hier rein wollen, um hier unbedingt rauszukommen. Und dass die hier sich wirklich immer noch nach da... Ey, das macht mich aggressiv, ey, ich sag's euch. Kann ich das irgendwie auf ein... Schlag entfernen. Mir ist scheißegal, wie ihr fahrt. Hauptsache, ihr fahrt. So. Dann sagen wir den jetzt hier. Ist vielleicht eine bescheuerte Sache, aber ihr düst nach da drüben. Und ihr könnt abbiegen und so. Weil wechseln können sie ja hier auch noch, oder? Ich biete ihnen es auf jeden Fall nur an, dass sie einmal hier quer drüber wechseln können. Den ah, die stehen gerade hier mit Stau. Ich glaube, wir sollten hier mal den Fußgängerweg deaktivieren und das Durchdüsen aktivieren. So. Wir müssen den Verkehr so ein bisschen vorantreiben. Bedeutet, wir müssen echt gucken, was hier gerade aktuell echt los ist teilweise. Gib Gas. Hier auch. Also es ist halt gleich eher gerade das, dass die sich einfädeln wollen. Es aber so viel Verkehr gibt, der sich gestaut hat. Dass es einfach eine Zeit dauert. Hupsi. Aber wir können ja wieder den Turm hier reinstellen. Ich würde sagen, in der nächsten Folge kümmern wir uns dann um die U-Bahn, denn die soll eine neue Technik bekommen, wo dann hier der Hauptumschlagsplatz ist. Und eine ganz neue Technik. Ich halte mich da so, glaube ich, ein bisschen an das Münchner System. Hab da so eine Idee. Deswegen, ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao!